Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Tuning-Teil für euch. Da suche ich schon extrem lang nach. Das gibt es auch für das Fahrzeug serienmäßig, wenn man das Ausstattungspaket hat. Ich habe es in dem Fall nicht. Das ist somit ziemlich das Einzige, was mir fehlt zur Vollausstattung. Aber ich wollte es schon immer haben. Ich habe es überall gesucht, nur das von Mercedes passt nicht auf das Fahrzeug. Deswegen überall gesucht, nichts gefunden. Jetzt bin ich, wie ihr sehen könnt, in China fündig geworden. Das sind ja die typischen China-Tüten hier, kennt ihr bestimmt alle. Und da gab es das nun endlich in verschiedenen Varianten. Dazu erkläre ich euch gleich nochmal was genauer. Und ja, ich hatte immer Vorurteile China gegenüber, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe nie so China-Päckchen bekommen und auch nie was bestellt, logisch. Deswegen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber wir schauen jetzt gemeinsam mal rein und gucken, ob das denn jetzt was Ordentliches ist oder ob das wirklich nur China-Müll ist. Deswegen machen wir das Ganze mal gemeinsam auf. So, hier haben wir noch eine Innenverpackung und hier drin befindet sich das Ganze. Hier steht schon mal B205 drauf, ist schon mal nicht ganz für ein CLA, aber vielleicht passt es ja trotzdem. Wir klappen das auf. Oh, sieht schon mal sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Ihr seht es, denke ich schon. Und zwar ist das ein Distronic-Stern-Fake, sage ich mal, der angeblich in ein Nicht-Distronic-Gehäuse passen soll. Weil der Distronic-Stern, den wollte ich mir schon mal kaufen, der kostet 80 Euro, glaube ich, gebraucht auf eBay, passt nicht in den Nicht-Distronic-Halter. Und das soll angeblich in den Nicht-Distronic-Halter passen. Ich ziehe das mal ab. Boah, sieht schon ganz schön edel aus. Wir haben jetzt natürlich einen schwarzen Rahmen rundherum, ist natürlich optisch sehr schön, aber ich habe ja noch einen silbernen Kühlergrill, von dem her weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht und wie das passt, aber wenn man natürlich einen schwarzen Grill eh schon hat, dann passt das perfekt da rein, gefällt mir auch eh besser als Chrom, weil gerade bei diesem billigen Chrom hat man, was das in China wahrscheinlich sein wird, das Problem, dass sobald der erste Winter kommt, Salz sich da lagert und alles so grüne Kalkflecken bekommt und das ist gerade an so einem AMG nicht gerade geil und das Problem haben wir jetzt mit dem schwarzen Rahmen nicht, aber gut, wir schauen uns jetzt mal an, wie das verbaut wird und vor allem, wie das dann am Fahrzeug aussieht. Also der Distronic-Stern, nice. Wir gucken uns das jetzt an, los geht's. So Leute, hier haben wir jetzt das Ding. So sieht im Übrigen der Original-Distronic-Stern von Mercedes aus. Ich denke, ist schon ganz schön ähnlich, nur dass wir hier halt den, wie schon gesagt, Chromrand haben und hier den schwarzen Rand. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das am CLA aussieht. Ihr wisst ja alle, einmal nach links drehen, schon habt ihr das Ding in der Hand. Und hier muss ich euch sagen, haben wir gerade schon mal rumprobiert. Hier ist extra ein Pfeil. Der muss nach oben. Und da werdet ihr sehen, dass mit ganz viel Drücken das gerade so passt, aber auch nicht richtig. Also meine Vermutung mit dem China-Bestellen hat sich bewahrheitet. Passt nicht. Also filmen wir hier rein zum Beispiel. Hier haben wir einen Schlitz. Drehen können wir das Ganze auch nicht. Also wir haben schon alles probiert, eine halbe Stunde jetzt circa lang und es passt einfach nicht. Ihr seht es auch nicht gerade, weil ich das weiter drehen hätte müssen. Es geht aber absolut nicht zu drehen und es sieht auch, wie ich finde, scheiße aus, aufgrund dessen, dass einfach der Grill hier silbern ist. Viele haben gesagt, ich soll mir einen Panamericana Grill holen, mache ich aber nicht, gefällt mir einfach nicht, passt nicht zu der Autoform. Zum Facelift CLA dann schon, zu dem Vor-Facelift aber nicht, der ist einfach zu kantig, zu eckig, wie ich finde. Und da passt einfach ein Panamericana Grill dazu nicht. Wie gesagt, das gefällt mir jetzt auch nicht. Erstens passt es nicht hundertprozentig. Ist halt China-Scheiße, wie schon gesagt. Hätte ja aber sein können, dass es passt. Also es sah hochwertig aus. Wir haben hier Glas. Sieht alles sehr gut aus. Aber es passt halt nicht. Und wenn es nicht passt, dann bringt uns das Ganze auch nichts. Vielleicht ist es auch eine Fehllieferung. Ihr habt ja gesehen, auf dem Karton stand W205. Laut Beschreibung soll es für A, B, C, E-Klasse passen. Da ist ja auch dann W205 in der C-Klasse mit untergebracht. Meins passt jetzt nicht. Das gibt es auch noch mit einem Brabus-Logo. Brabus-Logo mit Silber außenrum oder mit Rot. Ich habe jetzt das, das passt nicht und es sieht scheiße aus. Also werde ich das entweder zurückschicken oder mal schauen, als Frisbee benutzen vielleicht. Also ich würde sagen, das Ding wieder raus hier. Und den Original
gern wieder rein. Ihr seht, das geht ganz schnell. Zack, ist das Ding wieder fest. Und da würde ich sagen, war es das mit dem Video. Mal wieder ein Tuning-Teil-Fail, nicht der erste, aber man lernt ja dazu. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten checkt mein Instagram ab. Link ist in der Videobeschreibung und sehen wir uns beim nächsten Mal. Red Ash on my skin, nigga, this war pain. I ain't slepping like 4 days. I've been up, scheming, grinding, fuck, sleeping, fighting, love, bringing more flame. Tighten up, we got Lord slain. Got the mightiest touch when I'm writing, fuck, nigga, your grace. The official title of the killer, I know, put it in a Bible, in a fort.